Hallo und herzlich willkommen bei Edis Tech Lab. Im heutigen Video geht es um einen Bewegungssensor und zwar um den HC-SR501. Wie man den einstellt, wie man den programmiert und wie er funktioniert, das zeige ich euch heute und danach bin ich sicher, jeder kann das. Der Bewegungssensor ist ein sogenannter PIR-Sensor, pyroelektrischer Infrarotsensor oder auch passiver Infrarotsensor genannt. Dieser Halbleitersensor kann Temperaturänderungen detektieren, die von Menschen oder Tieren abgegeben werden. Über den eigentlichen Sensor ist eine Halbkugel aus transparentem Kunststoff angebracht. Das ist eine sogenannte Fresnel-Linse, die das Infrarotlicht auf den Sensor fokussiert. Ein pyroelektrischer Sensor hat zwei rechteckige Schlitze in sich, die aus einem Material bestehen, das die Infrarotstrahlung passieren lässt. Dahinter befinden sich zwei separate Infrarotsensorelektroden, von denen eine für die Erzeugung eines positiven und die andere für die Erzeugung eines negativen Ausgangs verantwortlich ist. Der Grund dafür ist, dass wir nach einer Änderung des IR-Pegels suchen und nicht nach dem IR-Pegel der Umgebung. Das IR steht für Infrarot. Die beiden Elektroden sind so verdrahtet, dass sie sich gegenseitig aufheben. Wenn eine Hälfte mehr oder weniger Infrarotstrahlung sieht als die andere, schwingt der Ausgang hoch oder runter. Das bedeutet jetzt, wenn sich der Sensor im Leerlauf befindet, das heißt, es gibt keine Bewegung um den Sensor herum, erkennen beide Schlitze die gleiche Menge an Infrarotstrahlung, was zu einem Ausgangssignal von 0 führt. Wenn jedoch ein warmer Körper wie ein Mensch oder ein Tier vorbeikommt, fängt er zuerst eine Hälfte des PIR-Sensors ab, was eine positive Differenzänderung zwischen den beiden Hälften verursacht. Verlässt der warme Körper den Erfassungsbereich, dann geschieht das Gegenteil, wodurch der Sensor eine negative Differenzänderung erzeugt. Der entsprechende Signalimpuls führt dazu, dass der Sensor seinen Ausgangpin mit 3,3 Volt auf High setzt. Der HC-SR501 Bewegungssensor ist mit seinem niedrigen Stromverbrauch und dem billigen Preis sehr weit verbreitet im Heimelektronikmarkt. Hier eine kleine Übersicht über die technischen Details. Sehen wir uns jetzt den Aufbau von diesem Sensor an. Der Sensor hat drei Pins, VCC und Ground für die Spannungsversorgung und einen weiteren Output-Pin, der 3,3 Volt ausgibt, wenn er auf High gesetzt ist. Als Prozessor wird der BISS0001 Micropower Peer Motion Detection IC verwendet. Es ist ein 3,3 Volt Spannungsregulator verbaut, damit der Sensor mit 5 bis 12 Volt versorgt werden kann. Mit dem linken Potentiometer stellt man die Empfindlichkeit vom Sensor ein. Wird der Potentiometer nach links gedreht, wird der Entfernungsbereich bis auf 3 Meter reduziert. Wenn man nach rechts dreht, dann kann der Entfernungsbereich bis auf 7 Meter eingestellt werden. Mit dem rechten Potentiometer kann man einstellen, wie lange der Out-Pin nach dem Erkennen einer Bewegung ein High-Signal ausgibt. Die Einstellwerte gehen von 5 bis 300 Sekunden, aber das kann variieren je nach Hersteller. Wenn der Potentiometer nach rechts gedreht wird, dann erhöht man die Ausschaltzeit und beim Linksdrehen wird sie reduziert. Auf der linken Seite sehen wir einen Jumper, der mit H und L beschriftet ist. Was das bewirkt, das sehen wir gleich. Hier sehen wir noch einmal den Wirkungsbereich von unserem PIR-Sensor mit 110 Grad und einer Länge von 7 Meter. Mit diesem Jumper können wir regeln, wie der Sensor auf wiederholte Bewegung reagiert. Ist der Jumper auf L gesetzt, bedeutet das Single Trigger. Ist er auf H, dann bedeutet das Repeating Trigger.
Wenn der Jumper auf Single Trigger gesetzt ist, fängt nach einer Bewegung die eingestellte Zeit an zu laufen und der Output bleibt auf High, bis die Zeit abgelaufen ist. Auch wenn weitere Bewegungen stattfinden, bleibt der Sensor nach dem Ablauf der Zeit für noch ca. 3 weitere Sekunden auf Low und geht erst anschließend wieder auf High. Ist der Jumper auf Repeating Trigger gesetzt, dann wird die Auslösedauer immer wieder zurückgesetzt, solange eine Bewegung detektiert wird. Wiederholte Bewegungen führen also zu einer Verlängerung der Auslösedauer und das Output-Signal bleibt so lange auf High. Auf der Platine des HC-SR501 befinden sich Lötpunkte für 2 weitere Bauteile. Diese sind in der Regel mit RT und RL beschriftet. Um sie sehen zu können, müssen wir die Kuppel vorsichtig durch Anheben entfernen. Der Anschluss RL ist für einen lichtabhängigen Widerstand, einen sogenannten LDR oder Fotowiderstand, vorgesehen. Durch Hinzufügen dieses Bauteils arbeitet der HC-SR501 nur bei Dunkelheit, eine häufige Anwendung für bewegungsempfindliche Beleuchtungssysteme. Wenn ihr mehr über den LDR erfahren wollt, ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung den Link zu einem weiteren Video. Der Anschluss RT ist für einen Thermistor oder temperatursensitiven Widerstand gedacht. Wenn ihr diesen hinzufügt, kann der HC-SR501 bei extremen Temperaturen eingesetzt werden und außerdem wird dadurch die Genauigkeit des Detektors bis zu einem gewissen Grad erhöht. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt und Interesse an einem EDIS-TechLab E-Book habt, dann könnt ihr eines im E-Book-Shop erwerben. Wer alle Projekte gesammelt haben möchte, der ist mit dem Heimautomation Do-It-Yourself Early Bird Buch am besten aufgehoben. Jedes Monat erscheint ein kostenloses Update und dadurch seid ihr immer bestens informiert. Wer das Buch jetzt schon kauft, kann bares Geld sparen, weil durch die erhöhte Menge an Inhalt wird auch der Preis Monat für Monat leicht angehoben. Vielen Dank schon einmal im Voraus. Ein großer Vorteil vom HC-SR501-Sensor ist, dass er auch ohne einen Mikrocontroller verwendet werden kann, um bei einer Bewegung etwas zu schalten. Die Verdrahtung für dieses Experiment ist sehr einfach. Die Batterie wird über VCC und Ground am Sensor angeschlossen und eine kleine rote LED ist über einen 220 Ohm Strombegrenzungswiderstand an dem Output-Pin angeschlossen. Nach der Aufwärmzeit von 30 bis 60 Sekunden für den Sensor ist die Schaltung einsatzbereit. Wenn wir die Hand über den Sensor bewegen, schaltet sich die LED ein. Diese kleine Schaltung eignet sich hervorragend, um sich mit den Einstellungen vom HC-SR501-Sensor vertraut zu machen. Ihr könnt die Auslösedauer verstellen und die Sensibilität vom Sensor testen. Wer möchte, kann den Jumper von L auf H setzen und die Funktion vom Trigger in der Praxis ausprobieren. Wenn ihr es bis jetzt noch nicht gemacht habt, dann abonniert jetzt den Kanal und drückt die kleine Glocke, dann seid ihr immer informiert, wenn ein neues Video rauskommt. Das würde helfen, EDIS TechLab zu unterstützen. Vielen Dank schon einmal im Voraus. Wenn wir den HC-SR501-Sensor mit einem Microcontroller-Board verwenden wollen, wird keine Library dazu benötigt. Die Spannungsversorgung über das Node-MCU-Board wird an VIN, also bei 5 Volt, angeschlossen und an einen der Ground-Pins. Der Ausgangspin am Motion-Sensor wird an einen Input-Pin, hier der D1, das ist der GPIO5, angeschlossen. Den Jumper habe ich auf die Position H, also Repeating Trigger, gestellt, da ich, solange eine Bewegung detektiert wird, das Signal High anlegen haben möchte, um ein Hin- und Herschalten zu verhindern. Den Sketch findet ihr wie immer auf GitHub. Der Link dazu steht unten in der Videobeschreibung.
Dort findet ihr auch den Source Code, wie man ein Bewegungssignal über MQTT senden kann. Aber sehen wir uns jetzt die paar Zeilen Source Code an, um zu verstehen, wie man den Beer Motion Sensor programmiert. Wir starten mit der Definition von zwei Variablen. Den Motion Pin auf Nummer 5, das ist der GPIO Board, und der Beer State, den setzen wir auf Low. Im Setup definieren wir unseren Motion Pin als Input. Und die Baudrate für den Serial Monitor setzen wir auf 115/200. In der Loop-Funktion überprüfen wir, ob der Input High ist, also eine Bewegung detektiert wurde. Wenn das der Fall ist, prüfen wir, ob der Beer State auf Low gesetzt ist. Wenn ja, dann schreiben wir in den Serial Monitor, dass wir eine Bewegung detektiert haben und setzen den Beer State auf High. Liegt kein Signal am Input Pin an, dann ist die Else-Abfrage aktiv. Dort überprüfen wir, ob der Beer State auf High gesetzt ist. Das ist beim ersten Durchlauf nach einer Bewegung der Fall. Wir schreiben, dass wir keine Bewegung feststellen konnten und setzen den Beer State auf Low. Ihr seht also, der Source Code ist sehr übersichtlich und einfach zu verstehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet etwas lernen. Ich wünsche euch noch viel Erfolg beim Nachbauen des einen oder anderen Projektes mit einem Beer Motion Sensor. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir jetzt einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, Edis TechLab.